Worüber denkst du nach? Ein Mörder. Echt? Ja, Popes. Es gibt morgen ein Treffen im New Eden Einkaufszentrum. Das sehe ich mir an. Shit, Faith. Warum tust du das? Es ist nicht dein Problem. Halt dich einfach raus. Als ich noch ein Kind war, hat mir die alte Stadt nie viel bedeutet. Meinen Eltern schon. Zumindest hielten sie sie für wert, beschützt zu werden. Mom und Dad waren Freunde von Pope. Sie haben Proteste organisiert, sich gewehrt, nahmen uns auf Demos mit. Ich habe damals gar nicht verstanden, warum das so wichtig war. Merck sagt, deine Mom ist gestorben. Sie ist bei den Innenstadtkrawallen umgekommen. Protestmärsche, die ausgeufert sind. Echt hart. Danach sind wir völlig auseinandergebrochen. Dad hat sich selbst nie verziehen und ich bin kurz danach abgehauen. Ich habe ihm wohl auch nie verziehen. Und dann hast du Mirk getroffen? Er hat mich beim Einbruch in seine Bude erwischt. Kein Witz? Das hat er nie erzählt. Er bot mir an, mich zu trainieren. Das schien mir ein guter Weg, von der Straße wegzukommen. Ich hatte auch kaum Alternativen. Was du jetzt machst, Faith, das ist der schnellste Weg, dich umbringen zu lassen. Die haben meine Schwester reingelegt. Ich muss ihren Namen reinwaschen. Das schulde ich ihr einfach. Ich werde überleben. So wie immer. Überleben wird überbewertet. Man muss auch ein bisschen leben. Hey, willst du morgen mitkommen? Könnt Hilfe brauchen. Kann ich. Drake hat einen Job für mich. Er meint, ich habe nachgelassen. Also ich muss gehen. Schon okay. Irgendwer wird bestimmt bald auf mich schießen. Geh schon. Faith. Vorsicht. Da ist das New Eden Einkaufszentrum. Aber Vorsicht, Bürgermeister Callahan hat einen Wahlkampfauftritt. Ein paar Straßen weiter, also gibt's überall Straßensperren. Eden Einkaufszentrum. Aber Vorsicht, Bürgermeister Callahan hat einen Wahlkampfauftritt. Ein paar Straßen weiter, also gibt's überall Straßensperren. Ja, ja, und jetzt. Ja. Ja. In den Bereichen 3 und 4 müsste es einen Weg auf die Überführung geben. Da kommen noch mehr Korps. Lauf an Gleis 4 runter zur nächsten Zugangstreppe. In deiner Nähe müsste es eine Gasse geben. Da solltest du wieder hoch auf die Dächer kommen. Genau da, wie du siehst. Nimm sie.
Dächern gehen Kopf in Stellung. Du musst wohl gegen sie kämpfen. So close. Naja. Einkaufszentrum ist nur noch ein paar Blocks von hier. Fast da, Faith.
wollte seinen kleinen Freund im Atrium treffen, oder? Nun, das sollte direkt vor dir liegen. Shit! Der Funk flippt aus. Du musst da raus. Aber über Funk kam nichts darüber. Los, los, los! Kletter auf die oberen Etagen. Eingelegt. Drake meinte, es gibt auf der anderen Seite des Atriums einen Ausgang. Du musst einen Weg darüber suchen.
Dann solltest du raus sein. Mein kleiner Freund scheint zurück zu sein. Ist er der Attentäter? Ich weiß nicht, aber ich habe eine Vermutung, wer es weiß. Vorbeischaust. Nach ein wenig Überzeugungsarbeit war Ropern ziemlich gesprächig. Er hat mir von seinem Treffen mit Popes Mörder erzählt. Und jetzt willst du mir danken, richtig? Oh, aber als ich da ankam, rate mal, wer auf mich wartete. Keine Ahnung, Faithy. Ich hol mir da nur meine Brezeln. Die Jahreshauptversammlung der Cops. Du weißt nicht zufällig etwas darüber, oder? Nein, Faithy. Ich war es nicht. Außerdem, wenn ich dich loswerden wollte, hätte ich das dann nicht einfach selbst erledigt? Hast recht. Einer wie du kann sowas nicht organisieren. Jetzt sei doch nicht so. Ropern ist erledigt. Ich bin beeindruckt. Ich war's nicht. Du musst vorsichtig sein, mit wem du rumhängst. Oh, das habe ich schon vor langer Zeit gelernt. Und doch sind wir wieder hier. Aber ich fürchte, ich muss unser kleines Date leider beenden, Faithy. Man verlangt nach mir. Du weißt, wie das ist. Versuche, am Leben zu bleiben. Merck? Merck, ich weiß genau, dass du zugehört hast. Was gibt's? Kannst du mal recherchieren? Pirandello Kruger Security. Bin dran. Wieso fragst du? Ich habe ihren Namen gesehen. In Roadburns Büro. Und noch irgendwo. Ein spezielles Logo. Hast du was? Nur, was man erwarten würde. Alarmanlagen, Zäune, gepanzerte Wagen, private Sicherheit. Sie beschützen unsere Welt, ganz klar. Wo finde ich sie? Sie haben mehrere Büros in der Stadt, haben gerade ein neues Gebäude am Hafen bezogen. Gib mir die Koordinaten. Ich sehe mir das mal an.